Gibt es sie? Die Wunderpille fürs Wochenbett? Die den Babyblues nach der Geburt wegbügelt und einen Energiekick schenkt? Seit einiger Zeit sorgt die Plazenta für Aufsehen und schafft es immer wieder ganz oben auf die Titelseiten. Stars berichten mit viel Medienrummel darüber, wie sie ihre Plazenta eingenommen haben. Der Trend ist nicht ganz neu, aber unter frischgebackenen Müttern immer beliebter. My name is Rebecca and I've got two kids, one 3-year-old and this one is 6 months. I had a company pick up my placenta and they dried it and encapsulated it. I then took capsules 3 times a day at the beginning for the first couple of months. I had quite severe baby blues. I was crying continuously. And as soon as I took the placenta pills, I started to feel a lot better. I stopped crying and I had a lot of energy and most of all, a lot of milk. Im Vorgespräch machen wir ja eine Anamnese und dadurch wissen wir als Indikation zum Beispiel, wenn sie sagt, sie hat in der vorangegangenen Schwangerschaft eine Wochenbettdepression gehabt oder es gibt Depressionen in der Familie oder sie hat starke Stimmungsschwankungen um die Menstruation herum, dann ist es die erste Indikation zu überlegen und zu empfehlen, die Plazenta in irgendeiner Form einzunehmen. Mein Name ist Sophia Johnson. Ich bin am Plazenta-Labor der Universität in Jena tätig und ich möchte herausfinden, was ist denn nun dran an der Plazenta als Heilmittel? Die Plazenta ist als Heilmittel schon über hunderte von Jahren bekannt. In der Pharmakopöe von Württemberg, einem Arzneilexikon aus dem Jahr 1741, findet man folgende Angaben zu Plazenta hominis, also zu menschlicher Plazenta. Usus in pulveribus ad partum difficile. Plazenta soll also bei schwierigen Geburten als Pulver angewendet werden. Das war sozusagen der Oxytocin-Tropf des 18. Jahrhunderts. Und auch in der traditionellen chinesischen Medizin sind Heilmittel aus Plazenta schon lange bekannt. In der Materia Medica von 1578 wird getrocknete Plazenta als Heilmittel bei unzureichender Milchbildung beschrieben. Nach der Literaturrecherche war für mich klar, das ist echt ein interessantes Thema und nicht nur Lifestyle-Trend, aber es ist noch wenig erforscht. Unterstützung für meine Forschungsidee fand ich am Plazenta-Labor der Uniklinik Jena, eines der wenigen Labore in Deutschland, das sich intensiv wissenschaftlich mit der Plazenta beschäftigt. Der erste Eindruck war skurriles Thema, aber es gibt nichts, was sich nicht lohnt zu erforschen und insbesondere tun es die Frauen ja tatsächlich. Es gibt Frauen, die essen ihre Plazenta. Und genau deswegen gibt es natürlich auch einen Grund, das zu erforschen. Es wird natürlich im ersten Moment, klingt das nach was Unwissenschaftlichem. Die Sache an sich mag auch unwissenschaftlich sein und auf nicht wissenschaftlichen Aspekten begründet sein. Aber da es die Frauen ja nun wirklich tun, lohnt es sich auch zu untersuchen, warum sie es tun und ob doch irgendwas Positives oder vor allem auch Schädliches dahinter steckt, was wir mit standardisierten Methoden feststellen könnten. Gemeinsam mit Professor Markert, dem Laborleiter, und Jana Pastuschek, der organisatorischen Leiterin, erarbeitete ich die explorative Studie. Ich wollte die Konzentration von Hormonen und Spurenelementen in roher und verarbeiteter Plazenta messen. Um das Projekt zu realisieren, brauchte ich zuerst einmal Geld. Also habe ich auf einer Plattform für wissenschaftliches Crowdfunding experiment.com ein Projekt gestartet. Innerhalb von 4 Wochen haben über 115 Unterstützer mit ihrer Spende unsere Forschung ermöglicht. Als nächstes ging es an die Probenentnahme. Dazu brauchten wir frisch geborene Plazenten. Für die Studie war es wichtig, dass wir besondere Plazenten verwenden, insofern, als es eigentlich eben keine besonderen Plazenten waren, sondern dass wir Plazenten benötigt haben, die von ganz normalen, gesunden Frauen geboren wurden, wo wir möglichst wenig eingegriffen haben während der Geburt. Also insbesondere keine Medikamente gegeben wurden und die Geburt sehr rasch verlief und wir so wenig wie möglich irgendwie tatsächlich zusätzlich tätig werden mussten. Gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Jana Pastuschek habe ich das Protokoll für unsere Studie erstellt, Plazenten verarbeitet und Proben genommen. Tag und Nacht waren wir gemeinsam im Labor. Für die Organisation von Plazenten stehen wir als Mitarbeiter vom Plazenta-Labor in ganz enger Verbindung zum Kreißsaal, insbesondere zu dem ganz netten Hebammenteam. Wir leisten dafür eine 24-Stunden-Rufbereitschaft, weil die Plazenten häufig auch zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen und das nicht planbar ist. Wir hatten ein detailliertes Protokoll
und jede Plazenta wurde nach dem exakt gleichen Ablauf verarbeitet. Zuerst wurde ein Abstrich von der mütterlichen und kindlichen Seite der Plazenta genommen. Nach der Reinigung wurden allgemeine Daten erhoben: Gewicht, Durchmesser und Dicke der Plazenta. Danach wurden die Streifen des Gewebes für 12 Stunden getrocknet. Diese haben wir zerkleinert und von dem Pulver Proben für die weitere Analyse genommen. Natürlich war neben den Inhaltsstoffen auch interessant, ob das Gewebe mit Keimen belastet ist. Denn nach aktuellen Studien geht man davon aus, dass die Plazenta nicht steril, also keimfrei ist, sondern eine ganz eigene Zusammensetzung von Mikroorganismen beherbergt. Das Interessante und auch Überraschende an den Ergebnissen war, dass wir doch recht viele Bakterien angezüchtet haben. Das hatten wir so gar nicht erwartet. Also auf den frischen Plazentaproben war das der Fall. Und das waren aber alles Bakterien, die harmlos sind, die also ganz normale Bewohner der Haut und der Schleimhäute sind. Und nach dem Trocknungsprozess oder auch Erhitzungsprozess sind auch die meisten dieser Bakterien dann abgetötet worden. Das Spannende, was wir herausgefunden haben, ist, dass die Plazenta im rohen Zustand viele Hormone enthält, zum Beispiel Oxytocin, Plazentalaktogen, Östrogene, Gestagene und vieles andere. Und dass sich diese Hormone aber deutlich durch das Verarbeiten ändern in ihrer Konzentration. Was wir noch nicht wissen, ist, wie die Hormone dann im Körper biologisch aktiv sein können. Und das muss jetzt noch erforscht werden. Ja.